Sei gegrüßt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin. Ausgezeichnet, dass du dir dieses Video gefunden hast. Denn in diesem Video wirst du mehr erfahren über die Russia Today auf Deutsch Petition. Jetzt ist die Zeit nun endlich da, dass wir gemeinsam was verändern können. Und deswegen sollten wir auch die Medienlandschaft im deutschsprachigen Raum etwas erweitern, damit die Menschen hier eine alternative Berichterstattung bekommen. Wir haben jetzt die Petition gestartet mit der Bitte, den Russia Today Sender auf Deutsch zu machen. Und diese Petition, Russia Today Petition auf Deutsch, ich lese es vor, ist gerichtet an sehr geehrter Wladimir Wladimirovich Putin, Staatsoberhaupt der Russischen Föderation, sehr geehrter Dmitri Konstantinovich Kiselyov, Generaldirektor der Nachrichtenagentur России сегодня, sehr geehrte Margarita Semyonovna Simonyan, Chefredakteurin von Russia Today. Wir, Vertreter der deutschsprachigen Bevölkerung der Midgard-Erde, die insgesamt ca. 100 Millionen Menschen umfasst, richten uns mit dem Appell und der Bitte an Sie und die gesamte russisch sprechende Bevölkerung, den erfolgreichen Nachrichtensender Russia Today auch in deutscher Sprache einzurichten. Weil wir hier im Westen dringend eine alternative Berichterstattung brauchen. Bisher wurden wir schon seit Jahrzehnten von den großen staatlichen und privaten Sendern im deutschsprachigen Raum unzureichend und einseitig ideologisch geprägt informiert. Jeder Haushalt im deutschsprachigen Raum wurde bis heute ungefragt dazu gezwungen, die Propaganda der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten durch eine Zwangsabgabe zu finanzieren. Diese Zwangsabgabe brachte den staatlichen Massenmedien alleine in Deutschland im letzten Jahr ca. 8 Milliarden Euro ein. Entsprechend effektiv war bisher die gleichgeschaltete Medienlandschaft in der BRD und anderen Staaten, deren Hauptaufgabe vordergründig nicht daran bestanden hatte, objektive Berichterstattung zu machen, sondern Desinformation der Bevölkerung durch Verdrehung der Tatsachen und direkte Lügen zu betreiben. Lieber Wladimir Wladimirovich Putin, Herr Kiselyov, liebe Frau Simonyan, wie Sie erkennen können, wurden die Massenmedien in Deutschland wie im gesamten Einflussbereich der USA und EU als Informationswaffe zur Hetze gegen Russland und andere Staaten und Völker verwendet, die sich dem faschistischen Regime der NWO in den Weg stellen oder sich geweigert hatten, sich ihnen zu unterwerfen. Darum wenden wir uns mit dieser dringlichen Anfrage an Sie. Wir bitten Sie um Hilfe und Unterstützung. Ob Sie alles Mögliche in den Gang setzen könnten, damit Russia Today seine Informationen auch in deutscher Sprache verfassen und veröffentlichen könnte. Die Berichterstattung von Russia Today auf Deutsch ist darum so wichtig, weil viele der deutschsprachigen Menschen nicht ausreichend gut Englisch oder Russisch sprechen und verstehen, um sich alternativ informieren zu können. Denn was RIA Novosti und Stimme Russlands mit Text und vereinzelten Videobeiträgen in Deutsch bisher gebracht hatten, war stellenweise hilfreich, jedoch unzureichend. Helfen Sie uns bitte im Kampf für die Wahrheit und den Aufbau einer gerechten Lebensordnung auf der Erde, wo wir, die Völker der Erde, zunehmend mehr in Liebe und Harmonie miteinander leben. Sie würden uns, den deutsch sprechenden und verstehenden Menschen, die Propaganda, die bisher aus Halbwahrheiten, Verdrehungen und Lügen bestanden hatte, und so zu einer vollkommenen Informationsblockade führte, zu entlarven und zu beenden und den Menschen eine alternative und objektive Informationsquelle anzubieten. Seien Sie auch im deutschsprachigen Raum das Vorbild in Sachen ehrliche und objektive Berichterstattung, nachdem Sie da schon für das englischsprachige Auditorium und Leser geworden sind. Wir wissen, dass dies Geld und eine Aufwendung weiterer Ressourcen von Ihnen verlangt. Aber wenn Sie das nicht machen, wissen wir nicht, wer uns in diesem Informationskrieg durch eine derart ehrliche Berichterstattung massenwirksam helfen könnte. Wir brauchen unbedingt, dass Russia Today in deutscher Sprache gesendet und empfangbar wird, um die zunehmenden brutalen und offenen Lügen der Medien und der Staats- und Regierungschefs zusammen aufdecken zu können. Mit herzlichen Grüßen, Vertreter der deutschsprechenden Bevölkerung dieser Erde. Du hast jetzt die Petition gehört gehabt, die sich richten wird an Wladimir Wladimirovich Putin und zwei weitere Menschen mit der Bitte, den Fernsehsender Russia Today in deutscher Sprache zu machen.
Und jetzt möchte ich hier auch die Begründung dafür sagen, warum wir unbedingt brauchen, dass Russia Today in deutscher Sprache empfangbar sein wird. Die Begründung. Ein Beispiel war die Propagandaberichterstattung der westlichen Medien über den georgischen Angriffskrieg auf Südossetien, in dem ein georgischer Angriff auf Tschinwale aus dem Jahr 2008 gezeigt wurde, aber vom Nachrichtensprecher als russischer Angriff auf Gori propagandiert wurde. Ein anderes Beispiel waren Fernsehbilder aus Syrien. Bereits seit Beginn des grausamen Aggressionskrieges gegen Syrien wurden die von den westlichen Staaten unterstützten, finanzierten, ausgerüsteten und angeleiteten Terroristen regelmäßig als Rebellen, Freiheitskämpfer oder Regierungsgegner bezeichnet, aber auf keinen Fall als Terroristen. Eine Berichterstattung selbiger Art erlebten wir durch die westlichen Massenmedien im Fall der Ukraine, die vom westlichen Ausland finanzierte, ausgerüstete, organisierte und angeleitete pro-westliche und anti-russische Opposition wurde uns regelmäßig als friedliche Demonstranten und Regierungsgegner dargestellt. In der Berichterstattung wurde bewusst verschwiegen, dass zum Beispiel die Partei UDAR von Vitali Klitschko von der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU ins Leben gerufen wurde und bis heute von dieser unterstützt wird. Dass diese faschistischen Banditen von Svoboda und dem rechten Sektor, die unter anderem auf dem NATO-Stützpunkt in Estland ausgebildet wurden, vergossenes Blut von Polizisten, die waffenlos auf der Straße ihre Pflicht erfüllen, auf dem Gewissen haben, ist auch unerwähnt geblieben. Stattdessen wurden die Toten gezeigt, die durch die Angreifer ermordet wurden, und es wurden kommentiert, dass die Soldaten von Berko und das Janukowitsch-Regime diese Menschen angeblich getötet hätten. Ebenso wurde nicht die Wahrheit über die unbekannten Scharfschützen berichtet, die bereits in Ägypten, Libyen und Syrien aktiv waren, um die Menschen gegen die Polizei und die Polizei gegen die Menschen zu hetzen, damit der Bürgerkrieg losgetreten werden konnte, der in Wirklichkeit bis jetzt ein Aggressions- und Invasionskrieg der USA und EU war, deren Endziel nach wie vor Russland heißt. Auch das Referendum auf der Krim wird uns nicht als legitime Entscheidung des Volkes dargestellt, sondern die Menschen würden angeblich durch die bewaffneten Militärpräsenz der Russen gezwungen zu wählen und dass Russland dieses Territorium unrechtmäßig annektieren würde. Dass über 95% der Krimbewohner für den Beitritt zur Russischen Föderation beim Referendum Ja gesagt hatten, ist für viele westliche Politiker und Medienvertreter nicht relevant. Wir sehen und erkennen, gegen wen in Wirklichkeit auch das amerikanische Raketenabwehrsystem gerichtet wird und für welche Zwecke. Wir wollen keinen Krieg mit unserem östlichen Nachbarn, sondern Frieden. Aber viele Politiker, ob im Bundestag oder im EU-Parlament, vertreten schon seit langer Zeit leider nicht die Interessen des Volkes. Schon seit Jahren versuchen die Massenmedien im Westen im russophobischen Stil gegen Russland und insbesondere Wladimir Wladimirovich Putin zu hetzen. Es wird meistens entweder Schlechtes oder gar nichts über Russland berichtet. Dass in Russland angeblich die Menschenrechte verletzt und die Homosexuellen unterdrückt würden, erzählt man schon seit vielen Jahren wie ein Mantra, nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kleinen und Schulkindern, damit sie von klein auf ein negatives Bild über Russland, das russische Volk und seinen Präsidenten haben würden. Bereits vor den Olympischen Spielen haben uns die staatlichen und großen privaten Massenmedien aufzeigen wollen, dass Wladimir Putin diese Putin-Spiele wie einst 1936 Adolf Hitler zur Imageaufbesserung verwenden würde. Wladimir Putin war somit ganz offen mit Adolf Hitler verglichen worden, um so die deutschsprachige Bevölkerung für einen Krieg gegen Russland und das Böse in Person gewinnen zu können. Selbst die wunderschöne Eröffnungsfeier in Sochi wurde dazu benutzt, um russophobische Kommentare abzugeben. So wurde wieder versucht, die Olympischen Spiele in Sochi, Russland und das russische Volk und Wladimir Wladimirovich Putin im negativen Lichte darzustellen. Diese Medienpropaganda muss endlich ein Ende gesetzt werden. Du hast jetzt die Begründung gehört gehabt, warum es auch wichtig ist, dass wir
rasch du den in deutscher Sprache bekommen. Falls du mit dem Inhalt des Textes einverstanden bist und du sagst, ja, du möchtest diese Petition unterschreiben und auch mit unterstützen, unter dem Video findest du weitere Informationen, wo du die Petition findest und dann auch weiterzeichnen kannst. Jetzt möchte ich dir noch kurz aufzeigen, wie du die Petition selber zeichnen kannst und vor allem, was du persönlich schon tun kannst, damit noch mehr Menschen von dieser Petition, von diesem Wissen erfahren, damit wir die notwendige Unterschriften anbieten. Gemeinsam erreichen werden. Jetzt möchte ich dir aufzeigen, wie du die Rushstudie auf Deutsch Petition richtig unterzeichnen und weiter verbreiten kannst. Dazu gehst du auf die Seite Open Petition und da gibst du bei den Vornamen deinen vollständigen Vor- und Familiennamen ein. Dann gibst du deine Postleitzahl und den Ort ein, wo du dich befindest. Dann deine Straße musst du da oben eingeben und deine E-Mail-Adresse musst du auch eingeben. So, nachdem du alles da eingetippt hast, hast du unten hier die Möglichkeiten, entweder woher du kommst, kannst du auswählen. Also du kannst entweder anonym unterschreiben, was ich da nicht empfehlen würde, sondern aus meiner Sicht müssen wir dazu stehen, wer wir sind und für was wir stehen. Dazu ist es wichtig, der Haken, wenn du auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, was die Petition angeht, und dann zum Beispiel neu erfahren möchtest, wenn es entsprechende Informationen gibt, ist es wichtig, dass du den Haken hier lässt. Also wenn du zum Beispiel wissen willst, wie es dann mit der Petition weitergeht. Und wenn du alles eingetragen hast, natürlich die Petition vorher studiert gehabt hattest, dann ist es wichtig, dass du jetzt auf Unterschreiben klickst. So, hier hast du die Möglichkeit, also Unterschrift wurde jetzt gezählt, hier hast du die Möglichkeit, einen entsprechenden Kommentar abzugeben. Zum Beispiel, warum du die Petition unterstützt. Zum Beispiel, warum, also in dem Fall kannst du gerne deinen Kommentar schreiben, der du gerne hinterlassen möchtest, der dann später hier bei Kommentaren erscheinen wird. Also nachdem du auf Absenden geklickt hast, ist es so, ihr Kommentar, das ist dann alles abgespeichert wurde. So, jetzt gehst du dann in den Punkt hier, dass du hier siehst, aha, jetzt gibt es hier einen Unterstützer mehr und jetzt hast du die Möglichkeit, die Petition zu verbreiten, entweder Facebook, Twitter oder Google. Wenn du hier zum Beispiel auf Facebook klickst, dann öffnet sich ein Fenster, wo du dich in Facebook einloggen kannst und über soziales Netzwerk zu verteilen. Hier hast du die Möglichkeit, das kannst du natürlich dann über Twitter und Google auch machen, hier hast du die Möglichkeit, die Petition per E-Mail zu verbreiten. Also in dem Fall, da ist ja deine Adresse und an wen du es schickst. Also hier ist es wichtig, dass du die E-Mail-Adressen hast, zum Beispiel von Freunden und Bekannten, von denen du weißt, dass die voll in Ordnung sind und auch gerne mit unterschreiben würden, diese Petition. Deswegen hier gibst du bitte die E-Mail-Adresse von Freunden und Bekannten, zum Beispiel E-Mail vom Freund und so weiter. Falls du das mit deinem eigenen E-Mail-Programm rausschicken möchtest, hier kannst du es draufklicken und dann öffnet sich ein Programm deines Wahls, was du für E-Mail-Versand verwendest und dann kannst du über dein eigenes E-Mail-Programm das Ganze weiter versenden. Nun, wenn ich hier jetzt auf Versenden klicke, dann geht es natürlich nicht, weil ich keine E-Mail-Adresse hier eintippe in dem Fall. Nachdem du die Petition gezeichnet hast, bekommst du vom System eine E-Mail mit der Bestätigung, dass hier, du hast die Petition gezeichnet, bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, über den Fortschritt der Petition informiert zu bleiben. Das heißt, wenn du auf dem neuesten Stand informiert sein möchtest, ist es wichtig, dass du bestätigst deine E-Mail-Adresse und dann wirst du von uns informiert, wenn wir zum Beispiel nur über die Petition entsprechende Informationen rausschicken. Dann ist es in dem Fall auch wichtig, dass wenn du das nicht unterstützt hast, also das Ganze widerrufen möchtest, hast du auch natürlich einen Link hier unten, das Ganze zu widerrufen. Also wie ich dann dir schon gesagt hatte, verteil bitte auch die Petition über verschiedene soziale Netzwerke, damit möglichst viele Menschen davon erfahren, von dieser Petition. Also in verschiedenen Gruppen, sei es jetzt auf verschiedenen Blogs und so weiter. Auf verschiedenen Gruppen auf Facebook oder auch anderen Bereichen. Also jetzt ist es so, schau, jetzt gehen wir zu der Petition. Also hier sind wir in der Petition, wo hier die Petition steht und hier hast du dann die Möglichkeit nochmal auf Weiterempfehlen. Also wenn dir später dann jemand noch einfällt, dass du zum Beispiel das Ganze über die E-Mail verteilen möchtest, das Ganze oder über Facebook, andere Twitter und so weiter.
Falls du selber eine Webseite hast und du gerne einen Artikel über die Python schreiben möchtest, dann kannst du hier den Banner einbinden. Also in dem Fall ist das hier oben den Code, den du kopieren musst, um auch einzufügen. Wenn du es dann nicht horizontal, sondern zum Beispiel vertikal haben möchtest, hier hast du unten es beschrieben, wie du es ändern kannst. Damit auch bei sich auf deiner Seite das Ganze einzubinden, damit noch mehr Menschen davon erfahren. Wenn du die Petition und diese Information zum Beispiel in verschiedenen Geschäften weiterverbreiten möchtest, kannst du es als Abrisszettel auch runterladen. Das ist die Petition, um die es geht, also mit dem Link. Und hier steht es beschrieben, also die entsprechende Petition mit dem Link, worum es geht. Das kannst du zum Beispiel in Geschäften oder an anderen Orten verteilen, wo natürlich die Werbung erlaubt wird. Das kannst du dann ausschneiden und auch draufkleben, damit die Menschen auch davon erfahren, dass es die Petition gibt. Also es ist auch eine der Möglichkeiten, das Ganze weiter zu verbreiten. Als nächstes hast du die Möglichkeit, wenn du auf entsprechenden Stammtischen und so weiter unterwegs bist, einen gewissen Unterschriftsbogen herunterzuladen. Also der Unterschriftsbogen, in dem Fall, das ist die gesamte Petition hier, die auf Deutsch natürlich ist. Und unten drunter hast du dann die Petition auf Deutsch, Unterschriftsbogen. Also wenn du auf den Stammtischen bist, zum Beispiel mit Freunden sich triffst, kannst du gerne die Petition anderen geben, damit die auch unterzeichnen. Weil auch in der heutigen Zeit hat nicht jeder den Computer und auch der möchte zum Beispiel sofort die Petition zeichnen. Also du kannst das Ganze, wie gesagt, ausdrucken. Da sind dann ein paar Seiten insgesamt. Und nachdem du das Ganze eingetragen hast, ist es wichtig, dass die Adresse ja auch möglichst leserlich ist. Und dann kannst du später das Ganze einscannen oder fotografieren und bei Open Petition Eingang das Ganze hochladen. Wenn du es zum Beispiel ausgedruckt hast, du kannst es natürlich so viel wie möglich ausdrucken. Also wenn du viele Menschen kennst, die bei einem Stammtisch zum Beispiel das Ganze mit unterschreiben würden, kannst du es ausdrucken, dann einscannen und in dem Fall musst du es dann, wenn du auf die Petition gehst, bei Hochladen gehst du und hier wählst du ganz einfach also die Unterschriften, das Ganze, wer das ist und so weiter, trägst du nochmal alles ein. Die Datei als Anhang kannst du auch anhängen, als Beweis, dass wirklich die Menschen das Ganze unterschrieben hatten. Hochladen, wie gesagt, ausfüllen und dann, zum Beispiel in dem Fall, würden wir dann 10 Unterschriften zusätzlich noch gewinnen zu der Petition. Dabei ist es wichtig, dass du die Anzahl auch dann einschreibst, wie viele Unterschriften du das Ganze machen und das hochladen möchtest. Und du kannst natürlich den Vorgang mehrmals wiederholen, wenn du mehrere Unterschriften so hast. Oder wenn du keine Möglichkeit hast, das Ganze einzuscannen, kannst du natürlich auch das Ganze auch uns gerne zuschicken. Es ist jetzt so, also hier hast du es gesehen gehabt, wie du die Petition unterzeichnen und auch weiterverbreiten kannst. Du siehst selber dann hier die ganzen Unterstützer, wie viel das jetzt noch gemacht hatten. Also natürlich in dem Fall bin ich ja der Erste, der dafür steht und das Ganze unterstützen und verbreiten möchte, also von wem die Petition ist und an wen das Ganze gerichtet ist. Falls du die Petition mehr verbreiten möchtest, zum Beispiel auch auf Blogs verschiedener oder auch in sozialen Netzwerken, dass die Menschen mehr davon erfahren, was die Petition konkret beinhaltet, dazu gehst du ganz einfach auf die Seite sewald.ru in den Artikel Russia Today auf Deutsch Petition. Hier findest du in dem Artikel mehrere Videos. Unter anderem findest du eine ausführliche Erklärung, wie es zu der Russia Today auf Deutsch Petition kam. Dann findest du die Russia Today auf Deutsch Petition selber, wo ich in Videoform die Petition nochmal vortrage. Unter dem Video findest du gleich den Button, auf den du klicken kannst oder der Teilnehmer, der auf diese Seite kommt und auch dann die Petition selber zu unterschreiben. Falls du oder jemand anderer dann uns auch finanziell für unsere wichtige Arbeit unterstützen möchte und auch die Petition natürlich auch für die ganze Arbeit, die dahinter steht, auch da uns unterstützen möchten, kann er gerne auf freiwillige finanzielle Unterstützung klicken und einen entsprechenden Beitrag auch uns überweisen als Spende oder Unterstützung. Und hier findest du unten noch die Russia Today auf Deutsch Petition vollständig in Schriftform. Also komplett, das ist die Petition selber, mit der Begründung, warum dann die Petition dringend ist und dringend notwendig ist jetzt und damit Russia Today auf Deutsch kommt. Und unten drunter findest du noch ein paar Links, also das ist ein Link zu der Wikipedia-Seite von Russia Today, wo du weitere Informationen über Russia Today findest.
Dann in dem Video erklärt Wladimir Putin selber den Sinn und Zweck von Russia Today, denn es wird ihm auch vieles vorgeworfen, dass Russia Today der Propaganda des Staates ist und Propaganda-Fernseher sozusagen, Sender und so weiter. Also hier in dem Video erfährst du ganz einfach von Putin selber aus erster Quelle, warum er in Auftrag gegeben hat, Russia Today. Und unten drunter ganz einfach noch ein Beispiel, wie es zum Beispiel im ZDF-Show über die Olympischen Spiele in Sochi und Wladimir Wladimirovich Putin berichtet wurde. Und unten drunter noch ein Beitrag als weiterer Beweis und Information, wie die Sochi-Eröffnungsfeier von den deutschen Medien in dem Fall kommentiert wurde. Nun, nachdem du das Ganze jetzt gesehen hast, auch in dem Beitrag, und auch auf Open Petition. Jetzt hast du mit Sicherheit für sich mehr erfahren, wie du die Petition zeichnen kannst und die weiterverbreiten kannst, damit noch mehr Menschen davon erfahren und wir gemeinsam die notwendige Anzahl der Unterschriften erreichen. Danke dir für die Unterstützung. Wie du jetzt gesehen gehabt hattest, hast du selber viele Möglichkeiten, um noch mehr Menschen davon zu erzählen, dass es diese Petition gibt, damit wir alle gemeinsam als Volk sprechen. Verteil das bitte in allen Kanälen, wo du kannst, bei Seiten und so weiter, du hast es jetzt alles mitgekriegt. Sollen die Beiträge schreiben darüber, Videobeiträge, auch wenn die wollen, können die gerne auch Interviews mit uns aufnehmen. Wir sind offen, mit Menschen zu kommunizieren. Hauptsache, diese Petition wird so weit wie möglich verbreitet, damit möglichst viele Menschen davon erfahren und gemeinsam wir als Volk die Volksmacht zeigen, dass wir sind das Volk und wir wollen ehrliche und objektive Berichterstattung. Von den sogenannten offiziellen Medien können wir leider nichts Gescheites erwarten, denn bisher in den vielen Jahren haben die leider im Großen und Ganzen nur Lügen und Halbwahrheiten uns präsentiert. Und deswegen der einzige und große objektive Sender, der uns wirklich massenwirksam auch da helfen könnte, das ist Russia Today. Und deswegen richten wir uns an die mit der Bitte, das auch zu machen. Wenn du das auch mit unterstützen willst, wie gesagt, beteilige ich dich daran, denn jetzt hast du eine geniale Chance, um selbst einen Beitrag zu leisten, damit eines Tages die Situation auf dem gesamten europäischen Kontinent sich verändert. Abschließend möchte ich dir noch ein kurzes Musikvideo zeigen, welches dir ganz einfach noch motivieren sollte, dass wenn wir nichts machen, dann ändert sich nichts. Und das ist die wichtigste Botschaft. Wir werden was verändern und wir werden mit Sicherheit die Situation im deutschsprachigen Raum und auf der gesamten Midgard-Erde verbessern. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung und gemeinsam sind wir noch stärker. Behüt dich Gott und alles Gute wünscht dir, Vyacheslav Zeyval. Du weißt nicht mehr genau, was Wahrheit oder Lüge ist. Dieses Gefühl, dass es nicht in Ordnung ist. Du wirst geblendet von all dem Trash. Krise hier, Krise da und noch ein Crash. Die Infos strömen auf dich ein. Du brauchst mehr, reden sie dir ein. Mehr Sex, mehr Spaß, mehr dies, mehr das. Und deine Grenze wird echt low. Du selbst wirst zur Fernsehshow. Du sitzt schon nachmittags gebannt vor dem Mohnen. Vampiren und anderen und Toten. Im TV wird so einiges geboten, um dich vom Eigentlichen abzulenken. Ja, du sollst nicht mehr nachdenken, damit du nicht siehst, was wirklich geht. Dass die Menschheit kurz vorm Abgrund steht und es dich braucht, um das zu drehen. Also komm mit, es kann jetzt losgehen. Hey! Wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts. Dem überwachten Staat, der weiß Bescheid. Für ihn ist es eine Kleinigkeit, zu wissen, was du so treibst, zu wissen, wo du so bleibst. Du warst nicht beim Onkel Doc, sondern warst zu Hause gehockt, wurdest trotzdem geheilt, hast dich durch deinen Geist befreit. Doch endet neue Medizin nur Gelächter, denn die Pharma weiß es ja um einiges besser. Also pack besser ein, deine Meinung passt hier nicht rein. Ja, so ist das, wir sollen am Boden bleiben. Denken wir mal anders dann, befehlen sie uns zu schweigen. Wir sind der Mainstream, brauchen uns nicht verstecken, sprechen Wahrheit aus und bald wird es jeder checken. Was im Geheimen lief, wird jetzt offenbar, und was dunkel war, wird hell und sichtbar. Weil wir ab jetzt sagen, wo es lang geht. Hey, wir sagen jetzt, wo es lang geht. Wir können hier was bewegen. Dazu sind wir.
Blut und das Dschungelcamp. Doch was passiert mit uns in Euros und uns in Cent? Milliarden Schulden, wofür wird das alles ausgegeben? Viele hungern und wenige haben ein Luxusleben. Oder wer schreibt über neue Technologien, die unsere Probleme lösen mit der Energie? Ohne Gas, ohne Öl, stell dir das vor. Und dann schiebt einer einfach den Riegel vor. Und zensiert soll die Presse sein. Ich frage mich, habt ihr das jetzt ernst gemeint? Betrogen, belogen und noch für dumm verkauft. Ich höre die Uhr ticken, weil euch jetzt die Zeit abläuft. Denn das alles kommt wieder auf euch selber zurück. Unsere Last geht auf euch, wir nehmen euer Glück. Und wenn ihr dann umkehrt von euren Wegen, sind wir bereit, euch zu vergeben. Wir können hier was etwas bewegen. Es geht hier schließlich um unser Leben. Wir bringen jetzt die Lüge ans Licht, denn sonst endet sich nicht.